Hallo Freunde der Heimatgeschichte Großheubach. Unser heutiges Thema ist die Schifffahrt auf dem Main. Heute werden ja die Motorboote mit Diesel oder mit Benzin angetrieben. Und damals, so im 19. Jahrhundert noch, war das ganz anders. Da gab es die Leinreederei. Die Leinreederei lief folgendermaßen ab. Das Schiff wurde von zwei am Ufer laufenden Pferden gezogen. Dabei waren sie durch Leinen mit dem Schiff verbunden. Daher der Name Leinreiter. Auf dem Schiff befand sich ein 4 bis 6 Meter hoher Mast, wo die Leine befestigt war. Die Matrosen mussten mit Stangen das Schiff vom Ufer fernhalten. Auf diesem Ausschnitt eines Bildes von Adalbert Hock kann man das sehr schön sehen. Wir befinden uns hier unten an der Schleuse Heubach, also von Großheubach nach Kleinheubach. Und die ist von 1930 bis 1932 erbaut worden. Und hier ist sogar noch ein Stück Leinreiterpfad zu sehen, auf diesem historischen Foto von 1930. Und das ist auch heute noch da. Eine erste ernsthafte Konkurrenz für die Leinreederei waren die Dampfschiffe. Das erste Dampfschiff Jungfrau von Orléans fuhr am 10. Dezember 1841 von Aschaffenburg nach Miltenberg. Ende der 1850er Jahre war die Blütezeit schon wieder vorbei, weil 1854 Aschaffenburg an das Eisenbahnnetz angeschlossen wurde. Die Zeit der Leinreiter überdauerte die der Dampfschiffe, ging aber um 1900 ebenfalls zu Ende. Das lag vor allem an der sogenannten Kettenschleppschifffahrt. Ein mit Kohlen betriebener Kettenschlepper konnte bis zu 14 Kähne hinter sich ziehen. Dabei zog er sich mit einer Art Zahnrad an einer Kette entlang, die kurz vor der ersten Fahrt im Main verlegt wurde. Die Kette ging vorne in das Schiff hinein und hinten wieder heraus. Die Kettenschlepper verursachten einen Höllenlärm. Aufgrund des Zampfpfeifensignals nannte man die Kettenschlepper auch Mähkuh. Erst 1938 wurde die Kette wieder aus dem Main entfernt. Am 2. März 1893 fuhr das erste Kettenschleppschiff von Aschaffenburg nach Miltenberg, also auch an Großheubach vorbei. Für diese Strecke brauchte es insgesamt 5 Stunden. Bis die ganze Strecke ausgebaut war, bis Bamberg, waren insgesamt 8 Kettenschlepper im Einsatz. Die Kettenschleppschifffahrt bekam in den 1920er und 30er Jahren große Konkurrenz durch eine Schiffsklasse, die deutlich schneller war und auch wesentlich größere Lasten transportieren konnte, die Motorschiffe. Und diese haben sich auch bis heute durchgesetzt. An die Leinreederei erinnert heute noch der Name des Campingplatzes am Leinritt. So, und wir werden mit unserem kleinen Film schon wieder am Ende. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.